Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Udo. Ja, in der letzten Folge habe ich ja schon mal ein kleines Ständchen zu versuchen gegeben, aber es hat mir damals so gut gefallen, dass ich doch ganz einfach hier mal ein weiteres Ständchen von mir gebe und los geht es, Leute. Roland brauchte ein Stängel Sumpfkraut, allein im tiefen Birkenwald. Ja, das war für ihn das erste Mal und der Stoff wirkte bald, ja. Roland sagt, das sieht nach vielen Scavies aus. Aber er hat sie alle platt gemacht. Da war die Geschichte auch schon aus. Ja, dankeschön, liebe Leute, dankeschön. Na, dann machen wir hier nochmal einen Scavenger kaputt. Ein bisschen bedröhnt bin ich ja noch. Okay, liebe Freunde, ich verabschiede mich wieder an dieser Stelle, nicht wahr? Jetzt wird mein Kumpel wieder übernehmen, also bis dann. Ja, danke, Udo. Herzlichen Applaus für Udo. Den Lindenberg, genau richtig. Falls das. Ja, wir sind noch ein bisschen zugedröhnt, aber ich bin gespannt, was auf uns noch weiterkommt. Das ist doch alles ein bisschen langsam. Oh, wir befinden uns schon hier am Rand. Also linke Hand wäre sozusagen bei den Feuerwaranen, die hier sind. Wohl der erste Schmugglereingang. Aber gucken wir noch erstmal ein bisschen noch nach, was es hier noch in der Nähe gibt. Übrigens, von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder dabei seid bei unserem schönen Spiel hier. Bei dieser geilen Modifikation, muss ich ehrlich sagen. Bei dieser schönen, liebevoll gestalteten Map hier. Ach, ich habe mal wieder den Geschwindigkeitsring nicht aus- und abgezogen, aber das sollte jetzt eigentlich überhaupt gar kein Problem sein, weil die machen wir mal hier zack, zack, umgenietet. Ja, okay, gibt's noch irgendwie so eine oh! Aua, oh, gleich zwei Stück, nein, ich hab mich abgespeichert. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt ganz gemütlich hier, aber nein, wie kann es auch sein? Da drückte doch eher der Schein. Ah, die bleiben hängen. Wie cool, die bleiben hängen. Speichern. So, als erstes sofort irgendwie mal hier. Oh, ich komme ja hier hoch. Mal gucken, wenn ich hier hochkomme, dann kommt der Waldgolem auch hier hoch. So, das war aber kein Sprung meinerseits, das war der Waldgolem, der mich genatzt hat. Aber wo bleibt der zweite? Okay. Dann werde ich es mal probieren hier. Oh, jetzt hat er mich voll gegen die Mauer geschmettert. Die Wand. Oh, da ist der zweite. Das ist doof. Das ist jetzt doof. Und der hat mich auch wieder genatzt. Ja, aber das mit dem Bergel da hinten, das sollte ich mal probieren. Jetzt nämlich großartig nach irgendwelchen... Irgendwo kam ich doch hier hoch, glaube ich. Ja. Yep. Vielleicht kommt ja der Waldgolem gar nicht hier hoch. Den jetzt großartig nach irgendwelchen Feuergeschichten zu suchen oder magischen Geschichten. Mensch, geh doch mal hoch. Ich will nicht, dass der... Oh. Aha, okay. An der Stelle kommt er nicht hoch. So, ich will es auch nicht riskieren, jetzt großartig meine Pfeile umzu sortieren oder umzuspannen. Müssen wir es halt eben auf die althergebrachte Art und Weise machen. Das ist auch nur ein Golem hier. Das sieht gut aus. Na? Jetzt, oh Leute, geschafft. Speichern. Ja. Okay, dann können wir ja da runter. Den mal hier looten. Und gucken, wo der zweite ist. Der müsste sich dann auch noch irgendwo da befinden. Oder er hat sich wieder an seinem Ausgangspunkt zurück manövriert. Wahrscheinlich. Hä? Welch? Komisch. Ist er vielleicht eventuell hier runtergefetzt? Bei der Verfolgung? Ich weiß es nicht. Ach ja. Okay. Dann, bin beim... Gucken wir doch mal was. Nee, hier will ich noch nicht hin. Will erstmal hier weiter looten. Und die Feuerwarane mal
feuern. Und zwar mit dem Giftpfeil. So, jetzt haben wir auch nämlich ein bisschen Zeit, auch das Ganze mal ein bisschen konzentrierter anzugehen. Und zwar auch wieder hier wegen der Geschwindigkeit anzulegen. So, bin ich mal gespannt. Nö, der zweite Waldgolem ist futsch. Na, vielleicht taucht er nachher nochmal auf. So, wie sieht's denn aus? Kommt der Pfeil an dem Baum vorbei? Ja. Okay, einen habe ich getroffen. Ha! Na, okay, der ist noch weit genug weg. Aber auf jeden Fall können wir die hier schon mal looten. Okay, jetzt hat er mich. Ah, perfekt. Die Pestratte wird wahrscheinlich gleich wieder hier. Genau. Gut war's. Pestredge. Ach ja, habe ich eigentlich schon Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag, liebe Freunde, gesagt. Ich weiß es gar nicht bei der Aufregung. Ich musste nämlich nochmal kurz irgendwo hin. Musste das Spiel unterbrechen und dabei habe ich nicht drauf geachtet, ob ich euch schon begrüßt habe. Und das werde ich hier, falls ich es noch nicht gemacht habe, nochmal an dieser Stelle wiederholen. Das sieht gut aus, und zwar nach dem Eingang der Schmugglerhöhle. Was willst du denn? Nerv mich nicht. Gut, hast mich ein bisschen angepestet. Gucken, noch was? Ja, ich habe Blut gesehen. Ja, bevor ich in diese Schmugglerhöhle reingehe, also in den einen Eingang der Schmugglerhöhle, gehe ich doch nochmal da an die Stelle hin, wo es da so hoch ging. Also hier so treppenmäßig. Das war hier einmal. Hier geht's auch irgendwie hin. Nein! Oh, Leute, sorry. Da waren wir wieder ein bisschen zu. Ein bisschen zu fix. Okay. Dann gucken wir mal. Hier. Da konnte man ja nämlich schon hin. Die hat ein bisschen Kräuter und Früchte und Waldmorcheln. Schön, hier gibt es viele schöne Waldmorcheln. So, gab es hier eine Stelle, wo man auch noch gut rüberkommen konnte? Das sieht nämlich hier nämlich danach so aus. Ja. Na, Feuerwurzel. Und dann kommen wir hier nicht weiter. Ergo. Oh, hier beinahe noch eine Feuerwurzel vergessen. Okay, ja, toll, super. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Oh. Ja. Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Lieber Roland. So. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Hallo? Nicht den Kopf stoßen. Da sind wir gewesen. Geht's mal hier weiter. Oh, ich muss mich mal ein bisschen frisch machen gleich. So sieht das da aus, als könnten wir noch höher gehen. An dieser Stelle wohl eher nicht. Hier sieht das blöd aus. Nein. Okay, dann trinke ich mal was. Jawohl, ich habe ein paar Suppen getrunken, dabei auch zwei Dunkelpilzsuppen und konnte mir somit auch wieder ein bisschen 5 Mana-Punkte einheimsen. Oh ja, Schnäbelkraut. So, jetzt komme ich hier nicht weiter. Jetzt. Also ich bin hochgespannt, was hier. Ja, hier ist was. Hier kommen wir. Kommen wir hier nicht hoch. Das kann man ja sehen. Da würden wir da oben anstoßen mit dem Schädel. Wow. Okay, hier könnten wir hoch. Das sieht aber auch so aus, dass das so ein One-Way-Ding ist hier. Also wie schon gesagt, ich kann es nochmal wiederholen. Erstmal herzliches Lob an den Gestalter dieser Zusatz-Map. Wobei ich echt davon ausgehe, dass das zusätzlich gemacht worden ist.
Weil auf der Karte konnten wir ja nichts sehen, ne? Okay, ist hier was? Okay. Aha. Da leuchtet es so grün. Ackerkraut. Was ist denn der Ackerkraut? Ja. Bis hierhin. Nicht wahr? Aber da oben könnte man noch weitergehen. Oh, sorry. Moment mal. Ja, müsste man aber hier irgendwie rüber. Nee, geht nicht. Da ist nämlich noch eine Fläche. Wie kommen wir denn hier so rüber? Mal hoch. Nein! Das wird jetzt ein bisschen hakelig. Ja, hakelig wird's. Denn hier ist die Möglichkeit, nochmal hochzukommen. Und gucken wir nochmal. Und? Nein? Nein, hier gibt es irgendwie nicht die Möglichkeit, hochzukommen. Schade. Gut, halten wir uns damit nicht lange auf. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine andere Möglichkeit, an diese Stelle hinzukommen. Jetzt sind wir hier mitten in dem grünen Schein. Exakt, jetzt sind wir hier in der Ecke. Gucken wir noch ein bisschen nach Loot. Gut. Und ich bin leise. Bin leise und gespannt. In diesem tiefen Birkenwald. Genau. Okay. Bevor es da reingeht, erstmal alle Ecken absuchen. So, ich bin so verwirrt. Bin so gespannt. Ja, dann bevor wir reingehen, dürfen wir auch nicht vergessen, uns umzuziehen. Ja, hier gibt es noch Waldbeeren. Aha. Was ist denn hier noch weiter? Ach ja, da ist er her. Da ist der zweite. Naja, okay, machen wir das mal so. Oh, das ist so eine Art Taktik wie so ein alter Ork oder so ein dummer Ork. Genau, so geht das nämlich auch. Ja, wieso nicht, ne? Also es gibt jemanden, ein richtiger Gothic-Versteher, Nerd. Den gucke ich ganz gerne. Und wie der kämpft, so wünsche ich es mir auch, wie der kämpft. Weil der kennt von jedem NPC die ganzen Bewegungen. Und der haut da drauf zu, auf die Leute. Beziehungsweise der kämpft so taktisch geschickt. Das sieht aus wie so ein Synchrontanz. Ich speichere mal oben ab und ziehe mich mal um. Wegen Wayne. Wobei ich nicht weiß, ob jetzt noch irgendwelche Leute auf mich zukommen, irgendwelche Biester oder so, dann wäre ich natürlich ein bisschen angepinkelt. Was war das denn? Hier ist ja noch was, genau. Pflanzen. Okay. Achso, hier kann man nur runter gucken. Das heißt, hier macht es einen Bogen. Dunkelpilze, richtig. Die sollen auch mal in Höhlen sein. Genau. Also mit Loot und Pflanzen haben die nicht gegeizt. Die Macher dieser Mod. Okay. What? Wie süß. So, jetzt bin ich gespannt, ob das der Eingang ist, wo ich schon reinkomme. Speichern wir mal. Die Spannung steigt. Okay, hier komme ich rein.
glaube, da hinten habe ich schon jemanden gesehen. Aber wer ist mal Assi? Nee, das ist eine Flamme. Wow. Da sitzen sie. Da ist Wayne. Mal gucken, was wir hier alles so zu finden haben. Oh, hier geht es noch weiter runter, aber das machen wir erstmal später. Erstmal hier diesen Bereich erstmal abklappern. Oh, Schleifstein, hier kann man wieder schleifen gehen. Du heißt Eddie? Eddie, sehr gut. Sehr schön. Ja, ich habe auch noch ein paar Baumstämme gefunden, da könnte man was machen. Hier hat es eine Winde. Mal gucken, für was die nachher ist, wenn ich sie betätigen sollte. Aber als erstes werde ich mal den Wayne ansprechen. Der ja. Oh, stopp, hier ist noch ein Butlerfleisch. Jetzt mach's nicht so spannend, sprich ihn an. Ja, ist ja gut. Okay, Wayne. Hey, du. Hallo. Du kennst das Zeichen. Na schön. Wer bist du und was willst du hier? Mein Name ist Roland. Okay. Nagur sagte mir, dass du Aufträge für mich hast. Ja, habe ich. Genauer gesagt, habe ich nur einen Auftrag für dich. Aber bevor ich den gebe, muss ich erst wissen, ob du zuverlässig bist. Hilf meinen Leuten. Sie haben eine Menge zu tun. Wenn du deine Sache gut machst, bekommst du den Job. Ich soll also den Laufburschen spielen. Ja, wie immer. Du kannst es auch lassen. Nagur wird mir dann jemand anderen schicken. Aber mein Auftrag würde dir eine Menge Gold einbringen. Also, überleg es dir. Na schön, einverstanden. Wenn du alles erledigt hast, reden wir weiter. Gut, neuer Auftrag. Schmugglerversteck. Wayne hat einen Auftrag für mich, der mir viel Geld einbringen soll. Aber bevor ich den Auftrag bekomme, muss ich beweisen, dass ich zuverlässig bin. Ich soll mit den Schmugglern reden, ob diese Aufträge für mich haben. Dann fragen wir doch mal hier in die Runde. Egon, darf ich mal dein Bier trinken? Danke. Hast du was zu tun für mich? Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Lass mich in Ruhe. Echt? Lass mich in Ruhe. Okay. Jax. Jax, hier gibt's eine Werkbank. Schön. Hallo, hast du was zu tun für mich? Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Verschwinde, ich rede nicht mit dir, Adam. Ich was nicht? Was suchst du hier? Okay. Noch ein Bier und noch ein Korn. Müller. Hallo, Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Hast du was zu tun für mich? Lass mich in Ruhe. Suchst du Ärger? Nein, okay, ich lasse dich in Ruhe. Arnold. Hallo, hast du was zu tun für mich? Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Verschwinde, du störst. Und weiter? Nichts weiter, das ist alles. Werde erstmal ein Bier trinken. Noch was? Was suchst du hier? Geh! Dann nicht. Wo gab's noch einen Dunkelpilz hier? Tja, Baloro. Hey, du. Baloro? Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. So, sehr gut. Ich krieg jetzt Gänsehaut. Das ist jetzt die allererste nach 366 Folgen, mich mal hier zu hören. Ja, das ist meine Stimme als Baloro. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, dann lass mal hören. Du musst es auch nicht umsonst machen. Du wirst von mir eine tolle Belohnung bekommen, weil du mir so sympathisch bist. Ich hab dir was anzubieten, da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Ich glaub dem kein Wort. Ich habe nicht abgespeichert. Okay, Sache abgemacht. Ich soll ja helfen. Was müsste ich denn dafür tun? Kommt. Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 5 Flaschen Wacholderschnaps, 10 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot,
2 Käsestücke und 5 Weintraubenreben und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, mit der Waffe machst du wirklich jeden Gegner platt. Jetzt werde ich zweifeln. Okay. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Bei den Händlern in der Stadt wirst du alles bekommen. Aber beeil dich. Und vergiss nichts. Nochmal, ich will 5 Äpfel, 5 Flaschen Wacholderschnaps, 10 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 5 Weintraubenreben. Klar? Klar. Da musste ich so lange warten, bis ich endlich meine eigene Stimme des NPCs Baloro hören konnte. Ja, sonst noch was? Nein, gucken wir mal ins Logbuch. Baloro hat versprochen, mir eine verdammt gute Waffe zu geben, wenn ich ihm ein paar Sachen besorge. Also 5 Äpfel, 5 Flaschen Wacholderschnaps, 10 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 5 Weintrauben. Ja, dass ich die nicht habe, ne, also nicht alles komplett, habt ihr eben gesehen, sonst hätte Baloro eine Option gehabt. Gucken wir mal genau nach. Ja, ich glaube, in 2 Folgen vorher habe ich die ganzen Brote verkocht, aber dafür haben wir 70 Äpfel, das ist gut. Dann gucken wir weiter, was braucht er noch? Der braucht nämlich noch Wacholder. Das sind Biere, von da braucht er 10 von. Muss ich mir mal eben aufschreiben. Ich habe nur 6. So, dann haben wir... Moment mal. Okay, das zählt auch als Bier. Also haben wir 71 dazu. Wacholder, Blauflieder, gebrannter... Wacholder 62, wunderbar. Käse, da braucht er 2 Laibe für, da haben wir 4, das ist cool. So, dann braucht es noch Weintraubenreben. Muss ich mal eben suchen. Ach, die sind hier unten, davon habe ich 34, also hapert es am Brot augenscheinlich. Hey, oh, sorry, einmal zu viel Escape gedrückt. Dann warten wir mal ab. Haben wir den eigentlich schon gesprochen? Hier, Müller, den haben wir ja schon gesprochen. Die Werkbank ist da. Da kann man mal im Off mal wieder ein bisschen was zusammenzaubern. Mal gucken, ob der Schmied irgendwas macht. Der Eddie. Hey, du! Hallöchen, hallo. Eddie. Wer bist du? Mein Name ist Eddie. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Schön. Und was machst du hier? Nagur schickt mich. Ich soll ein paar Aufträge erledigen. Dann red mal mit Wayne. Schon gemacht. Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Hast du was zu tun für mich? Du willst mir helfen. Kennst du dich denn mit dem Schmieden aus? Warum fragst du? Weil ich die ganze Zeit verzweifelt versuche, eine gute Waffe herzustellen. Leider ohne Erfolg. Was willst du denn für eine Schmieden? Eine gute einhändige Axt. Leicht und ganz besonders scharf. Es klappt aber nicht. Und jetzt sind mir auch noch die Rohstoffe ausgegangen. Ich soll dir also die Rohstoffe besorgen? Das wäre schon mal nicht schlecht, da einiges schwer zu beschaffen ist. Aber das genügt nicht. Ich brauche jemanden, der mir die Axt schmieden kann. Bist du dazu in der Lage? Wenn nicht... Kannst du gleich wieder verschwinden? Ich kann es versuchen, ne? Ich kann es ja mal versuchen. Das hört sich ja wirklich gut an. Aber habe ich eine Wahl? Von mir aus. Gut, dann sage mir, was du benötigst. Mal sehen. 2 Rohstahl habe ich noch. Ich brauche 1 Stück Erz. 3 Zähne. Zähne? Ja, mir egal, ob die von einem Wolf, einem Snapper oder irgendeinem anderen Tier sind. Aber das war noch nicht alles. Es fehlt noch die wichtigste Zutat. Ein Drachensnapperhorn. Das könnte schwierig werden. Mal sehen, ob ich fündig werde. Hoffentlich. Sonst können wir das Ganze vergessen. Übrigens kannst du von mir lernen, wie man Viechern Zähne und Drachensnapperhörner abnimmt.
falls du das noch nicht beherrschen solltest. Ich hab gerade eben überlegt, Drachensnapperhörner abziehen, das will ich doch jetzt mal wissen. Eddie, bleib doch mal hier. Erstens, ich habe alles, aber mal gucken, ob er mir das wirklich beibringen kann. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Drachensnapperhorn, A2 LP. Das Horn eines Drachensnappers ist sehr wertvoll und sollte daher mit der nötigen Vorsicht entfernt werden. Du stemmst dein Messer tief in die Stirn des Tieres und hebelst das Ding vorsichtig nach oben. Sollte es sich dann noch nicht vom Schädel trennen, hilfst du mit einem zweiten Messer von der anderen Seite. Danke dir. Ja, ich habe alles. Trotzdem, Beutelgold. Trotzdem gucke ich mal vorher noch mal ins Logbuch rein. Die Banditenaxt, da haben wir eigentlich auch alles. Yep. Verlockendes Angebot, das war das mit Baloro. Tja, wie komme ich jetzt an Brote dran? Ich müsste an die Kiste dran. Okay, und ich habe auch gelernt, naja, ausweiden und noch ein Drachensnapperhorn, das kriegt man ja unter allgemeine Informationen heraus. Ich habe alles. So, dann zeig mal her. Ja, du hast alles dabei. Sehr gut. Dann gib mir jetzt die Anleitung, damit ich die Axt herstellen kann. Gut, hier ist sie. Ich bekomme sie aber nachher zurück. Verstanden? Jetzt gib schon her. Da hast du sie. Und hier noch 2 Rohstahl. Viel Erfolg. Ach ja, vergiss nicht, die Waffe am Schleifstein noch gut zu schärfen. Toll. Herrlich. Da muss ich aber erstmal die anderen Sachen, weil die kann man ja nicht individuell schärfen. Das muss man immer in der Reihenfolge machen. Das kann man halt, oder? Muss ich nochmal nachgucken. Ja doch, man kann es auswählen. Stimmt ja. Ja. okay. Gehen wir erstmal. Was machen wir erstmal? Als erstes gucken wir mal nochmal ins Loggy-Boggy, ganz sicherheitshalber. Haben wir ja hier noch was dazugekriegt. Eddie braucht Hilfe beim Schmieden. Wayne hat einen Auftrag für mich. Materialien haben wir ja besorgt. Ich habe Eddie mitgeteilt, dass ich jetzt alles habe. Er gab mir nun den Bauplan für die Axt, die ich jetzt lesen werde. Damit ich die Axt am Amboss herstellen kann. Anschließend soll ich mir noch einen Schleifstein schaffen. Ja, jetzt lesen werde. Na, gucken wir mal, wo wir das, die Bauanleitung finden. Die ist ja schon hier. So, die Banditenaxt. Eine einhändige Axt. Ein Mann, der die Grundsätze des Schmiedens beherrscht, kann eine besondere Axt herstellen. Dazu braucht man 2 Stücke heißes Roheisen, einen Brocken Erz, ein Drachensnapperhorn und 3x Zähne von Wölfen, Snappern oder ähnlichem Getier. Erz, Horn und Zähne zusammen mit dem Eisen am Amboss zusammenhauen. Eine solche Axt lässt sich sehr leicht führen und macht ordentlich Schaden, vor allem wenn sie gut geschärft wird. Na, das klingt doch nach einem ordentlichen Bauplan. Ich muss natürlich zu meiner Schande gestehen, dass ich in Gothic... Womit denn? ...äußerst... Womit denn? ...selten schmiede. Und jetzt haben wir schon das erste Problem. So, dann gucken wir doch nochmal. Ganz aufmerksam. Eddie braucht Hilfe beim Schmieden einer leichten Axt. Er gab mir den Auftrag, Materialien hierfür zu suchen und danach die Axt am Amboss zu schmieden. Er benötigt ein Stück Erz, 3 Zähne, irgendeines Tiers und ein Drachensnapperhorn. Die Sachen habe ich ihm gegeben. So, was ich wohl nicht habe, ist der Rohstahl. So, ich habe nochmal nachgeguckt hier im Inventar. Habe ich schon 2 glühende Stähle. Das ist gut. Das heißt also, wir brauchen es jetzt nur noch hier am Amboss zu schmieden. So. Banditenaxt schmieden. Da ist es. Okay. So, muss ich die nochmal machen? Womit denn? Ja, okay. Dann habe ich die sozusagen jetzt geschmiedet. Keine Klinge zum Härten. So, jetzt gucke ich nochmal im Inventar, ob ich die Banditos Axtos Habos Banditenaxt habe. Gucken wir mal nach hier.
Da ist er. Leichte Banditenaxt, gemäß der Anleitung geschmiedet. Schaden 150, benötigte Stärke 50, Einhandtalent, Bonus 7 und Wert. Ja, dann werden wir sie jetzt schleifen. Schleif, schleif, schleif. Wo ist das Pedal? Das ist auf der Seite. Gut. So, jetzt kann ich mir das aussuchen. Und zwar, oh, ich kann ja natürlich noch... Moment. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Moment. Aha. Komisch. Die leichte Banditenaxt kann ich hier nicht erkennen. Crush Argosh, grober Zweihänder, Machete, rostiges Schwert. Das sind alles Sachen, die ich habe. Gehe ich auf zurück? Kommt das gleiche? Zweihänderschärfe, Machete, rostiges Schwert. Tja, und hier kommt kein Ende. Kann das sein, dass es ein Fehler ist, liebe Leute? Ich weiß es nicht. Dann schärfe ich mal den Dolch. Ha, das ist jetzt ärgerlich. Ja, und ich sehe auch gerade, wir sind schon so weit, dass es endet. Ja, ich hoffe auf Einträge von euch oder auf Alains Hilfe, weil an dem Schleifstein kann ich diese Banditenaxt nicht schärfen. Vielleicht ist es Absicht oder vielleicht ist da noch irgendwie was. Ich weiß es nicht. Danke fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar auf jeden Fall und gebt mir ein Däumchen. Bis später. Tschüss. Oder nächste Woche. Das ist ja schon die Sonntagsversion. Ciao.